Ja, an dieser Stelle möchte ich auch darauf aufmerksam machen, dass wir ein zweites Fahrerlager haben. Also unsere lieben Zuschauer, die hier das Fahrerlager 1 genießen, gehen Sie auch rüber zum Bahnhof. Da stehen nochmal sehr interessante Fahrzeuge und das Fahrerlager 2. Also ein zweites Fahrerlager, die es wert sind anzuschauen. Und gleich werden wir mit den Renntaxis loslassen. Wir sind frei. Wir müssen hier noch 10 Fahrzeuge aus dem Fahrerlager 1 rausbringen Richtung Strecke. Den Gästen, die ihre Fahrt genießen dürfen. Das ist aber der Motor, der im Lotus Ford Cortina ja auch seinen Dienst ordentlich verrichtet hat, oder? Nachdem er im Jensen Heli mit etwa 5.000 bis 6.000 Stück drin. Aber wir haben jetzt gerade im Hintergrund natürlich gehört, was die nächsten Fahrzeuge auf der Strecke sind. Das sind Formelfahrzeuge, damit kann man das ja gar nicht vergleichen. Wir sind in der Grauen, haben wir einen Zuschauer, der ist hinten, das ist Freude, und das war wirklich sehr, sehr, sehr stolz. Aber wenn man am Schluss ist, sieht man, das ist wirklich sehr schön. Und jetzt gerade nochmal der Hinweis. Ich habe nur ein Gesicht. Der Bertone Kapitänsmann aus dem Jahre 1953. Und das ist Christopher Beer, der mit dem Mercedes AMG GT RS, Beiname Rote Sau, eine Hommage an das Auto, das wir auch hier an diesem Wochenende Abend schon sehen können und fahren sehen können. Das ist wirklich der Entwicklern, Ingenieuren, nur für Rallye-Sport entwickelt. Also das Auto hatte keinen anderen. Der hatte diesen 6-Zylinder-Dino-Motor hinten quer aufgebaut und
da auch nochmal Dario zu. Das ist Valentino Frey mit dem Ford GT40 Le Mans. Das ist von der